Mein heutiger Gast ist Franziska Mathil-Döhrig. Sie ist ausgebildete Physiotherapeutin und ADHS-Coach. Hallo Franziska. Und unser heutiges Thema ist ADHS bei Jugendlichen und Erwachsenen. Hallo Heinz, danke. Franziska, ADHS ist doch eine typische Kinderkrankheit. Das sind die Probleme zu Hause, in der Schule oder überall, wilde Kinder. Seit wann haben Erwachsene ein ADHS? Man hat in den letzten Jahren mehr darüber geforscht, weil früher sagte man immer, ADHS weicht sich aus mit dem Alter. Und jetzt weiß man aber auch aus der Forschung, dass sich ADHS eben nicht auswächst und dass diese Veränderung in der Hirnfunktion auch bis ins Erwachsenenalter bestehen bleibt. Aber das Typische bei ADHS ist doch diese Kinder, die nicht stillsitzen können. Aber ich kenne keine Erwachsenen, die immer so im Zimmer herumrennen wie die Kinder. Also gibt doch eine Veränderung. Also der große Unterschied ist, dass Kinder, vor allem Kinder und Jugendliche im Schulsystem sind, wo man eben auch lange sitzen muss. Und als erwachsene Person kann man sich dann wie überlegen, wo passe ich am besten hin. Und auch die Persönlichkeit ist dann schon viel weiter gefestigt, sodass man sich vielleicht dann beruflich auch auf einen Weg macht, wo das ADHS nicht auffällt oder wo es weniger zu Problemen führt. Jetzt ist doch ADHS auch für Ärzte, für Eltern, für Lehrer, das ist doch eine mühsame Diagnose, oder? Sag mal, was begeistert dich so an diesem Thema? Also ich bin in den letzten Jahren mit ADHS immer mehr mit diesem Thema konfrontiert gewesen, einerseits über mein Umfeld, aber ich habe auch an mir festgestellt, dass ich eine gewisse Neurodiversität habe und bin auf die Suche gegangen nach Erklärungen, nach Lösungen und bin immer weiter in dieses Thema eingetaucht und habe mich dann als ADHS-Coach ausbilden lassen. Und ich bin nach wie vor begeistert und fasziniert eben auch von den Möglichkeiten, wie man Personen mit ADHS Unterstützung bieten kann. Jetzt hast du dich ein bisschen spezialisiert auf Jugendliche und Erwachsene. Ist da ein großer Unterschied zu Kindern? Ich glaube, wie schon vorher erwähnt, der große Unterschied ist, dass Kinder und Jugendliche halt durch das Schulsystem in einem Setting sind, wo sie lange sitzen, sich lange konzentrieren müssen, wo es sehr viele Regeln, klare Struktur und Vorgaben hat und dass ADHS-Betroffene dann eher Schwierigkeiten mit dem haben könnten. Als erwachsene Person ist man ja frei und kann machen, was man möchte, kann man sich in die Richtung beruflich oder auch sozial in diese Richtung entwickeln, wo man sich wohlfühlt. Und so kommt es eben, dass Personen mit ADHS, erwachsene Personen mit ADHS eher dann sich in einem Setting wiederfinden, das genau zu ihnen passt und wo auch diese Ausprägung... Sie können es wie besser verstecken vor der Gesellschaft. Ja, oder es führt weniger zum Problem, weil sie eigentlich ihre Stärken auch leben. Ich denke, ein Kind, das hyperaktiv ist und dann den ganzen Tag in der Schule sitzen muss, das kann nicht seine Stärken leben. Aber grundsätzlich, ein Erwachsener mit ADHS, der lebt normal, der steht im Leben wie jeder andere. Ja, also das ist wirklich so. Es gibt Phasen im Leben, da kommen die Symptome vielleicht stärker zum Vorschein, gerade zum Beispiel, wenn stressige Phasen im Leben sind. Und das gibt es immer wieder. So zum Beispiel auch weiß man, dass viele Betroffene, die Burnout haben, ADHS-Betroffene sind, weil sie an einem gewissen Punkt in ihrem Leben in ein Ungleichgewicht kommen, wo der Stress dann überhand nimmt. Und man kann das über Jahre sehr gut kompensieren mit gesunder Ernährung, mit viel Bewegung. Aber wenn dann der Stress überhand nimmt und die Bewegung vielleicht nicht mehr im gleichen Ausmaß möglich ist, dann kann es eben zu Problemen kommen und dann kippt das System und dann kann ein Burnout entstehen. Das Normale, wenn jemand betroffen ist und sich helfen lassen möchte, man geht zu einem Psychiater oder Psychologen. Was unterscheidet dein ADHS-Coaching von einem Psychologen? Also ich denke, der große Unterschied ist, wenn man ADHS, die
Diagnose bekommt, dann geht man zu einem Psychiater auch und zu einem Psychologen. Der Psychiater ist dann eher zuständig für die Medikamente, wenn man mit Medikamenten dieses Problem beheben möchte. Und die Psychologen, die arbeiten dann eher mit gesprächstherapeutischen Techniken. Und ich denke, mein Coaching unterscheidet sich dahinsichtlich, dass ich nicht Medikamente verschreibe oder nicht die Medikamente nicht in den Fokus stelle. Das würde ja ein Psychologe auch nicht machen. Genau, der Unterschied ist, dass ich auch mit der Ernährung und mit der allgemeinen Lebensführung, also ganze Lifestyle-Beratungen, dass ich in diese Richtung mir auch mehr Fachwissen oder viel Fachwissen angeeignet habe und dass ich dann eben auch über die Ernährung und nicht nur über den psychologischen Teil coache. Wie sieht so ein erstes Treffen aus? Also bei einem ersten Treffen schauen wir, wo sind die Herausforderungen, wo sind vielleicht die Schwierigkeiten im Alltag. Und man macht sozusagen eine Standortbestimmung, einen Ist-Zustand und schaut, wo müsste sich etwas ändern. Dann schauen wir, was ist der Zielzustand und wie können wir in kleinen Schritten zu diesem Zielzustand kommen. Was heißt das jetzt konkret? Muss so jemand dann 100-mal vorbeikommen? Wie lange dauert so ein Coaching? Also ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, aber am Anfang geht es wiederum mal zu erkennen, wo ist überhaupt die Problematik? Sind es vielleicht auch die Glaubenssätze, die einen großen Einfluss haben, die dann zu viel Stress führen? Ist es die Ernährung? Ist das Bewegungsverhalten im Alltag vielleicht etwas, wo wir ansetzen können? Und dann schauen wir, wo haben wir sozusagen den größten Hebel? Wo können wir ansetzen, damit sich die Symptome lindern und die Probleme weniger werden? Und dann kann es sein, dass ein Coaching nach 2-3 Mal fertig ist, weil die Person wichtige Veränderungen bereits machen konnte. Oder sie braucht ein bisschen mehr Unterstützung und wir gehen mit kleineren Schritten vorwärts, sodass es dann auch über Monate ein Coaching geben kann. Wichtig ist, es braucht nicht jede Woche ein Coaching. Es kann sein, oder dass man alle 2 oder 3 Wochen einfach eine Begleitperson hat, die einem über Monate dabei unterstützt, neue, gesunde Verhaltensweisen anzueignen. Also du verlangst ja eine aktive Mitarbeit. Also du heilst die Patienten nicht, sondern du zeigst ihnen Wege, wie sie sich selber verbessern können. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Also das Ziel ist, dass man selbst Verantwortung übernimmt für seine Verhaltensweisen, für seine Gewohnheiten. Und manchmal braucht es jemanden an der Seite, der einem dabei unterstützt, wirklich Schritt für Schritt gesunde Verhaltensweisen einzuüben. Man weiß aus der Forschung, dass neue Gewohnheiten dauern bis zu 66 Tage, bis sich diese etabliert haben. Aber wenn man einmal eine Gewohnheit hat, wie zum Beispiel das Zähneputzen, dann muss man nicht mehr darüber nachdenken, sondern es läuft einfach im Alltag. ADHS wird ja eher als etwas Negatives oder betrachtet. Man hat Nachteile, man hat Schwächen. Siehst du in diesen Menschen auch Stärken und Talente? Also es hat sehr viele Stärken und Talente in ADHS-Betroffenen. Leider kommen die in der heutigen Zeit oder in der Kultur, in der wir jetzt leben, nicht so zum Zug, weil durch die Digitalisierung, durch den sitzenden Lebensstil, das ist alles etwas, das kommt der ADHS-Betroffenen nicht entgegen. Deshalb ist es wichtig zu schauen, was für Stärken haben ADHS-Betroffene und ja auch in welchem Kontext, beruflich, sozial, können sie diese Stärken und diese Ressourcen leben. Weißt du, ob bei der ADHS-Entstehung Hormone eine Rolle spielen? Gerade das Schilddrüsenhormon, das häufig dann auch eben zu einer Hypoaktivität, also zu depressiven depressiven Zuständen oder zu wenig Aktivität führt, das sich dann eben auch auf die Konzentration auswirken kann. Oder auch im weiblichen Zyklus weiß man, dass der Hormonspiegel ja schwankt und Frauen, bevor sie ihre Tage bekommen, häufiger müde sind oder gereizt sind, sich weniger gut konzentrieren können. Und natürlich können sich dann solche Begebenheiten bei ADHS-betroffenen Frauen noch verstärken. Das heißt, dann bevor sie die Tage haben, haben sie noch mehr Mühe, vielleicht eine Struktur aufzubauen oder sich zu konzentrieren. Man möchte ja immer auch eine schnelle Lösung, oder?
Soll man eher zu Medikamenten greifen, Ritalin, oder gibt es auch eine Möglichkeit, mit Mikronährstoffen zu behandeln? Also für mich sind Medikamente, sagen wir, eine sehr gute Alternative, wenn nichts anderes funktioniert oder wenn die Situation extrem akut ist, dass die Person so große Schwierigkeiten hat, dass das ganze System, wo die Person drinsteckt, droht zu kollabieren. Aber man muss sich bewusst sein, die Medikamente haben auch Nebenwirkungen, eben dass zum Beispiel Schlafstörungen entstehen können. Deshalb empfehle ich eigentlich das Coaching als Alternative im Zusammen und gleichzeitig aber auch die Unterstützung durch Vitalstoffe, wie zum Beispiel Omega-3, weiß man, dass das eine gute Wirkung hat auf die Hirnfunktion. Oder vielleicht haben Sie auch schon gehört von den Ginkgo-Extrakten. Und es gibt auch noch weitere Vitalstoffe wie das Magnesium, Zink und Eisen, die eine ganz wichtige Funktion haben für die Hirnfunktion, aber auch für das Immunsystem. Und ich würde wirklich bei diesen Vitalstoffen auch ansetzen und schauen, hat diese Person womöglich Mangelzustände und kann man diese beheben? Das wäre dann sicher eine Unterstützung. Du bist ja Sportlerin, genau. Oder? Also kennt man da positive Einflüsse von Sport oder sagen wir auch Musik oder Kunst oder irgendetwas anderes, wo, wenn sich jemand wirklich tief in so ein anderes Gebiet einlebt, hat das positive Auswirkungen? Also Bewegung hat einen entscheidenden Einfluss, eben auch um Stress abzubauen, um den Cortisolspiegel zu regulieren. Mhm. Und bei der Ernährung ist das dasselbe. Da weiß man, wenn man zum Beispiel Nahrungsmittel mit einem hohen glykämischen Index, also viel Zucker, zu sich nimmt, dann steigt der Blutzuckerspiegel schnell und fällt dann auch wieder schnell runter. Und wenn er schnell nach unten fällt, dann kommt dieser Heißhunger und auch diese Unruhe und dieses Loch eigentlich, dieses mentale Loch, wo man sich dann auch weniger gut konzentrieren kann. Franziska, du hast uns viele Informationen geliefert. Herzlichen Dank. Wenn jetzt jemand sagt, doch, ich sehe das bei mir, ich brauche so ein Coaching, darf man sich bei dir melden? Man darf sich sehr gerne bei mir melden. Mein Ansatz ist eben möglichst ganzheitlich, dass ich wirklich auf allen Ebenen schaue, wo kann man etwas Positives ins Leben dieser Person bringen und wo kann man sie vor allem auch ermutigen und selbst bestärken, dass sie ihr Leben in die Hand nimmt und halt auch den Weg geht, aktive, gesunde Gewohnheiten aufzubauen. Schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Franziska.